hatte Markus schließlich überzeugt, mich rausgehen zu lassen. Ich hatte fast den ganzen Tag geschlafen, während er über mich gewacht hatte. Ich musste raus und wieder in die Wirklichkeit zurückkehren. Meine körperliche Verfassung verschlechterte sich rapide. Meinem Geisteszustand erging es ähnlich. Ich spürte, wie ich abglitt. Und ich wusste, ich würde bald den Boden unter den Füßen verlieren. Oh, oh, wieder eine Vision. Hallo, ich heiße Carla Valenti. Ich bin von der New Yorker Polizei. Die Polizei. Sie haben mich. Nee, noch haben sie dich nicht, Kumpel. Oh, oh. Wächter? Auch nicht schlecht. Los. Auf jeden Fall das hier verstecken. Ein Fetzen Computerpapier. Muss ich als Lesezeichen benutzt haben. Ja, beweg dich. Oh, das verstecke ich am besten. Versteck's irgendwo, wo ich auch ich es nicht sehen kann. Ja, das sollte man. Richard der Dritte. Ich lese gern Shakespeare. Sein nüchterner, verzweifelter Stil gefällt mir. Ja. Versteck es einfach irgendwo, bitte. Das Buch gab Markus mir zusammen mit dem, das ich im Restaurant vergaß. Die Zeit läuft. Versteck es irgendwo, du Heino. Gut. Ich hoffe mal, das wird reichen. Puh. Dann tun wir so, als würden wir arbeiten. Hallo, ich heiße Carla Valenti, ich bin von der New Yorker Polizei. Sie sind Lucas Kane, oder? Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Fragen? Worüber? Ich untersuche einen Mordfall und wir haben allen Grund zu der Annahme, dass der Mörder hier arbeitet. Was möchten Sie wissen? Können Sie bestätigen, dass dieser Ausdruck von hier stammt? Ja, das Papier stammt von hier. Das Wasserzeichen enthält unseren ID-Code. Lässt sich feststellen, wer es ausgedruckt hat? Ja, ich drücke jetzt absichtlich nicht, denn sonst würde er sich verdächtig machen. Glaube ich zumindest. Diese Art Papier wird von den Börsenhändlern benutzt, um ihre Notierungen auszudrucken. Aber von denen gibt's hier über 100. Natürlich könnte man jetzt auch ihre Gedanken lesen, aber was nützt das schon? Ja. Jetzt darf ich nicht mehr drücken, sonst reagiert auf die Insekten. Alles in Ordnung, Herr Kane? Ja? Ja, entschuldigen Sie. Lässt sich feststellen, auf welchem Drucker genau diese Seite ausgedruckt wurde? Nein, leider nicht. Unsere Drucker hinterlassen keine identifizierbaren Spuren. Mit Hilfe einer Zeugin haben wir ein Phantombild erstellt. Würden Sie bitte einen Blick darauf werfen? Das könnte ich vergessen, ihr blöden Viecher. Sieht ihm wirklich nicht so jemanden? Sehr ähnlich, aber... Wissen Sie, das ist ein Allerweltsgesicht. Könnte selbst ich sein. Stimmt. Diese Bilder sind oft sehr stereotyp. Kam Ihnen hier in letzter Zeit was ungewöhnlich vor? Nun, ich kenne hier eigentlich nicht gerade viele Leute. Ich mache bloß meine Arbeit und halte mich lieber abseits. Einer Ihrer Kollegen sagte, Sie hätten sich gestern etwas komisch verhalten. Ja, ich fühlte mich nicht so gut. Aber ich dachte nicht, das würde Sie interessieren. Haben Sie etwas an den Armen? Ich habe zu Hause was repariert und hatte einen dummen Unfall. Ich habe wohl eher zwei linke Hände. Sind Sie das da neben dem Priester? Einer Ihrer Freunde?
Ach, die Wahrheit. Das ist mein Bruder, Markus. Mir ist nicht gut. Ich spritz mir mal eben Wasser ins Gesicht. Gehen Sie ruhig. Ich warte hier auf Sie. Oh Mann. Er verhält sich so komisch. Ich werf mal einen Blick in seinen Schreibtisch. Da sind sicher Fingerabdrücke drauf. Daran wird sich zeigen, ob er unser Mann ist. Ach, wie nett. Da steht was auf dem Bild. LKMK, Juni 2003. Carla, du bist sehr gemein. Hier gibt's nichts Interessantes. Okay, mal gucken. Wo könnte noch was sein? Ja, schon ein bisschen gemein. Erst haben wir mit Lukas die Sachen versteckt und jetzt suchen wir mit Carla danach. Oh, Lukas kommt langsam zurück. Okay. Wir haben die Zeit verpasst. Geht's wieder? Ja, danke. Ich habe keine Fragen mehr und will Sie nicht länger aufhalten. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Kane. Puh, ist ja nochmal gut gegangen. Sie hatte leichten Verdacht gegen uns. Tylers Wohnung oder Garthas Haus? Würde mal sagen, Tylers Wohnung erstmal. Hallo, keiner da? Tyler? Du bist heute aber früh dran. Sei so nett und heiz den Ofen vor. Und hol den Champagner aus dem Kühlschrank und schenk schon ein. Ich bin gleich soweit. Gerne, Liebes. Ja, schön den Shampoos nehmen, Tyler. Nicht aus der Flasche saufen. Alla. Hallo, Inspektor Miles. Weißt du, welcher Tag heute ist? Tja, Weihnachten ist vorbei. Vielleicht Nationalfeiertag. Nee, das ist im Sommer. Nee, ich passe. Tyler. Okay, okay, Baby. Vor genau 2 Jahren habe ich die Frau meiner Träume kennengelernt. Kannst du Musik anmachen? Ich habe Lust zu tanzen. Ach, natürlich. Wenn die schöne Frau was zum Tanzen will, dann soll sie auch was zum Tanzen kriegen. Okay. Ah, da ist auch ein Plattenspieler. Warum renne ich zum Radio, wenn wir einen Plattenspieler haben? Also... Ja, die Musik müsst ihr euch denken. Also bis jetzt ist es sehr einfach. Da-dum-da.
Dann werde ich langsam mal müde. Ach, Gott sei Dank. Na dann. Wie geht der Abend wohl weiter? Okay, Tyler braucht eindeutig keinen Aufmunterung mehr. Dem geht's super. Oh. Natürlich. Nun hatte ich alle Teile des Puzzles. Ich musste sie nur noch zusammenfügen, um den Mörder ausfindig zu machen. Auf meinem Tisch lagen alle Indizien von Nazer und Jones und auf Tylers Tisch die vom Restaurant. Der Name des Mörders musste hier irgendwo zu finden sein. Oje, oje. Jetzt sind wir wirklich schon ganz dicht dran, ja. Die Abdrücke, die auf der Tatwaffe gefunden wurden. Nicht fortgehen. Ich glaube, damit können wir noch nicht anfangen. Ja, das mit der Bank. Der Börsennotierungsfetzen, der dem Mörder als Lesezeichen diente. Erstmal alles gucken. Was war das? Die Liste der Anrufe, die in der Mordnacht vom Telefon des Restaurants ausgemacht wurden. Vielleicht hat der Mörder auch telefoniert. Nein, hat er nicht. Mal schauen, was hast du bei deinem Tisch hier? Okay, anscheinend gar nichts. Okay. Oh, anscheinend doch. Die Liste der Angestellten von Nazel und Jones. Wir haben Name, Adresse und Lichtbild jedes einzelnen ihrer Mitarbeiter. Da ist ja Kanes Akte. Ob er unser Mann ist? Verbindung vielleicht? Nein. Diese beiden passen nicht zusammen. Okay. Oh. Wer ruft denn so spät noch an? Wir hatten es doch gerade. Inspektor Valenti. Hallo, ich bin's, Garrett. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dir gerade die Testergebnisse von den Abdrücken auf dem Stift geschickt habe. Dürften schon in deiner Mailbox sein. Schön, super. Danke. Danke, Garrett. Ich guck sofort rein. Das Taxiunternehmen müsste dir die Liste der Fahrziele geschickt haben, die in der Mordnacht von der Straße des Lokals aus angefahren wurden. Dürfte bei dir im Fax liegen. Danke. Tschüss, Garrett. Tschüss, Carla. Ja, dann haben wir ja schon mal einen Hinweis, den wir bearbeiten können. Ja, sich merken. Puh. Schon gemein, aber was soll man machen? Ja, da waren wir doch schon richtig. Hey, da geht doch. Eins ist sicher. Die Abdrücke vom Restaurant und die vom Stift gehören derselben Person. Damit hätte ich den ersten Beweis. Um sicherzugehen, dass Kane unser Mann ist, brauche ich aber noch einen. Oh, 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 sie ist müde. Schauen, ob das gehen wird. Das Phantombild des Mörders. Nehmen wir den mal. Auch wenn das nicht wirklich... Auch wenn es nicht wirklich ein Pluspunkt wäre, aber was soll's. Vielleicht klappt's ja doch. Deswegen kam er mir so bekannt vor. Kane sieht genau aus wie das Phantombild des Mörders. Haha. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Lucas Kane ist der Mörder. Das muss ich sofort Tyler mitteilen. Na dann, auf geht's. Herein. Oh.